Der Pilgerchor aus dem Tannhäuser schallt über die Städte, an der Richard Wagner mit seiner Frau Cosima und seinem treuen Hund Russ begraben liegt. Wagner, der diesen Chor komponierte, ist längst selber ein Wallfahrtsobjekt geworden. Jeden Sommer ziehen Pilgerscharen nach Bayreuth, um die Festspiele zu feiern, die der Meister hier zum höheren Ruhm seiner Werke einst ins Leben rief. Richard Wagner, Musiker und Poet dazu, Verkörperung deutscher Größe und deutschen Wahns, ihn zu Ehren kommen sie mit Kränzen, Kameras und Pietät. Kein anderer Genius Germaniens weckt noch so viel Eifer pro und contra, denn kein anderer hat wie er die Kunst zum Kult erhoben. Vor genau 100 Jahren ließ Richard Wagner seinen Meistersinger Hans Sachs sagen: Zerging in Dunst das heil'ge Römische Reich, uns bliebe gleich die heil'ge deutsche Kunst. Zwei weitere Reiche deutscher Nation sind seither in Dunst zergangen. Die deutsche Kunst Richard Wagners ist uns geblieben. Sie hat das Deutschland Bismarcks ebenso überdauert wie die Götterdämmerung Adolf Hitlers, der in Richard Wagner den Propheten des Führerprinzips und der Herrenrasse bewunderte. Die gekrönten Häupter und die makabren Gralsritter der SS sind gekommen und gegangen. Die Bayreuther Festspiele sind immer wieder erstanden. Und der Bund in Bonn zahlt dafür, genau wie Weiland, König Ludwig von Bayern. Wieder pilgert eine deutsche Elite altsommerlich zu Wagners Musikwalhalla. Warum? Vielleicht hat Thomas Mann eine Antwort gegeben, als er sagte, Wagners Kunst sei die sensationellste Selbstdarstellung und Selbstkritik deutschen Wesens, die sich denken lässt. Diese Selbstdarstellung findet noch immer hier statt. Und zwar nicht nur auf der Bühne. Im Gegenteil, gerade die Besucher Bayreuths haben ungewollt den jeweiligen Zustand deutschen Wesens deutlicher kundgetan als Wagner selbst. An der Art, wie sie den deutschen Meister ehrten, konnte man sie stets erkennen. Das galt für die Fürsten, das galt für die Arbeitsfront, das gilt auch heute. Bayreuth zeigt die Zeichen der Zeit. Deshalb sind wir hergefahren, um einem Rat zu folgen, den schon Friedrich Nietzsche gab. In Bayreuth, schrieb er, ist auch der Zuschauer anschauenswert. In den Auen, die Wagner so liebte, am Fuße des flüssegebärenden Fichtelgebirges, inmitten deutscher Urlandschaft, liegt der Festspielort. Im Waldweben der Umgebung stößt man auf Stellen, die fast wie vergessene Kulissen einer alten Nibelungeninszenierung wirken. Gleich, so meint man, ertönt Jung Siegfrieds Horn, gleich bricht der Held aus dem Busch. Aber wo einst der Lindwurm der Sage kroch, da ziehen heute amerikanische Panzer ihre Spur. Und wo einst Siegfrieds Hornruf widerhallte, da lärmen heute Kofferradios den letzten Schlager. Dankeschön, Dankeschön, danke für die Blumen, oh, die sind wunderbar. Noch unberührt von Radios und Panzerketten war der Tann, als 1872 Richard Wagner kam, um das Festspiel zu begründen. Bayreuth allerdings war schon vor Wagner da, wie der städtische Verkehrsverein heute schriftlich versichert. Bayreuth war vorhanden als schläfrige Residenz, geziert mit dem Schloss, das die Schwester Friedrichs des Großen bauen ließ. Denn dem Preußenkönig dienten die Bürger dieser Frankenstadt, bis Napoleon sie zu Bayern machte. Wagner fand sogleich Gefallen an dem Ort, den er »Meinen Winkel« nannte. Hier, meinte er, habe echte deutsche Art sich unverfälscht erhalten. Fern von Amüsierbetrieb und Geldherrschaft der großen Städte sollten die wahrhaft Gebildeten sich versammeln, um die Kunst und durch die Kunst den Menschen zu erneuern. Das war Wagners Festspielidee. Aber dieses alte markgräfliche Opernhaus Bayreuths, obwohl erlesen, schön, erwies sich als zu klein für den hohen Zweck. Zwischen Kornfeldern baute der Meister deshalb auf dem grünen Hügel vor der Stadt sein eigenes Haus. Das rohe, provisorische Gemäuer sollte später wieder abgerissen werden. Zum Bedauern einzelner Ästheten wurde nichts daraus. Amerikanische Flieger im Krieg hielten es für eine Brauerei und flogen weiter.
Ein schützendes Gespenst scheint in dem Ungetüm zu hausen, und abergläubisch hüten die Bayreuther den Birkenbusch, der wundersam aus dem Balkon wächst. 10 Monate im Jahr bleibt der gewaltige 1800 Personen fassende Zuschauerraum finster. Stumm bleibt seine berühmte Akustik. Doch während beim Festspiel das Ohr des Besuchers sich weidet, wird sein Sitzfleisch auf hartem Gestühl gefoltert. Was der Musik bisweilen nicht gelingt, schaffen diese Plätze zum Preis von 60 Mark. Sie halten den Gast auch in den längsten Akten der langen Wagner-Opern wach. Wie ein Spukschloss vor Mitternacht träumt das Bühnenhaus der Saison entgegen. Nur eine Fledermaus regt sich unterm Dach. Doch dann erwacht Walhall. Acht Wochen vor der Premiere beginnen die Proben mit den aus aller Welt herbeieilenden Künstlern. Auf der neu erbauten Probebühne wird die Götterdämmerung aus dem Nibelungenring geübt. Eben sind die Rheintöchter dran. Die Regie in Bayreuth liegt noch immer in Wagnerschen Händen. Dies ist Wolfgang Wagner, ein Enkel des Meisters. Zusammen mit seinem Bruder Wieland trägt er heute die Bürde des großen, problembeladenen Erbes. Was ist? Ja. Ja, keine Suppe. Flasche Bier, ja. Wolfgang Wagner mit Kammersänger Hopf, der in diesem Jahr den Siegfried spielt. Noch trägt der Held zivil, noch ruht sein Schwert in der Scheide. Aber schon wird Siegfrieds Tod probiert. Schon stürzt der grimme Hagen meuchlings auf den Ahnungslosen. Verwirrung ringsum. Aber Wolfgang stellt sich die Sterbeszene anders vor. So etwa. Schmerzfreie Festspieltage verheißt unterdessen eine Apotheke gleich in 3 Sprachen. Denn auch die Stadt rüstet sich nun, die Pilger würdig zu empfangen. Wagner-Büsten und Bilder ohne Zahl werden hervorgeholt, abgestaubt und in sämtliche Schaufenster platziert. Die emsigen Bürger verehren ihren Genius und lieben seine Werke. Noch schöner als Wagners Ring ist für sie nur die Kurve, mit der ihr Umsatz in der Festzeit nach oben schnellen wird. Besser als das Preislied aus den Meistersingern gefällt ihnen nur noch das Preisniveau, das sie den Gästen zumuten können und das für Hotelzimmer bis zu 100% höher liegt als normal. Bayreuth liebt Wagner vielleicht nicht ganz so unverfälscht, wie er es sich wünschte. Jedenfalls aber, solange seine Unvergänglichkeit sich auszahlen wird. Rudolf Kempe, einer der 4 Dirigenten dieser Saison, probt mit dem Festspielorchester. 140 ausgesuchten Instrumentalisten aus der ganzen Bundesrepublik. Das Festival ist eine Mammutproduktion mit allein 400 künstlerisch Mitwirkenden. Dazu kommen die Techniker, die Bühnenarbeiter und die aus Berlin engagierten Schneiderinnen der Kostümwerkstatt. Friedlich vereint finden sich hier im Fundus die gegensätzlichen Elemente, aus denen Wagners Musikdramen ihre Bühnenwirksamkeit gewinnen.
Rein äußerlich betrachtet sind es die gleichen Zutaten wie in erfolgreichen Bibelfilmen. Da ist erstens die Frömmigkeit, die der Bischofsrock symbolisiert. Da ist zweitens die Sinnlichkeit der Venusmädchen. Und da ist drittens der männermordende Kampf. Frömmigkeit, Sinnenglut und Gewalt. Aber das alles hat bei Wagner einen ungleich tieferen Sinn als in Bibelfilmen. So zum Beispiel der Aufmarsch der Gralsritter aus dem Parsifal zu ihrer Abendmahlsfeier. Es ist heiß in Bayreuth und heißer noch unter dem Jupiterblick des vielgerühmten Chormeisters Pitz. Erst das Wunder der theatralischen Illusion wird diese biederen Sänger in jene Ritterschar verwandeln, mit der Richard Wagner die geheimnisvoll höchste Blüte des Menschentums darstellen wollte. Bis dahin folgt in drängender Zeitnot Probe auf Probe. Parsifal, sein letztes Werk, nannte der Meister Bühnenweihfestspiel. Es ist Gottesdienst auf der Bühne. Beifallsklatschen ist dabei ebenso verpönt wie in der Kirche. Denn das Werk sollte auch die Zuschauer zu ergriffenen Gralsrittern machen, zu veredelten Menschen der Zukunft, von denen Wagner träumte. Die Festspielleitung der Gegenwart hat andere Sorgen. Hauptsache, die Inszenierung steht. Hauptsache, alle Plätze sind ausverkauft. Hauptsache, alles kommt rechtzeitig in Schuss. Genug Stühle für die Gäste und Zierpflanzen gefällig verteilt. Hauptsache, eine festspielfeine Stadt. Und keine Löcher in der Auffahrt. So viel gibt es zu richten, dass beim besten Willen keine Zeit ist, auch noch dessen zu gedenken, was Richard Wagner eigentlich ursprünglich vielleicht wollte. Juli 8 Uhr morgens. Es ist soweit. Die Hausfahne mit dem dreigeschlungenen W steigt auf. Die Festspielzeit ist eröffnet. Ab Mittag strömen die Bayreuther zur Auffahrt, um die populärste Darbietung des Premierentages zu erleben: den Einzug der Gäste. Genau 1635 Autos, überwiegend sechszylindrige Produkte schwäbischen Gewerbefleißes, fahren zwischen 3 und 4 nachmittags am Festspielhaus vor. Pünktlich kommen die Götter der Gesellschaft zu ihrem Rendezvous in Walhall, umbraust von Motoren, umweht von einer Wolke aus Chanel Nr. 5 und Esso Extra, umstaunt vom glanzgeblendeten Fußvolk der Provinz. Lauter klingt der Einzugsmarsch im geistigen Ohr, wenn die Ehrengäste nahen. An ihrer Spitze der bayerische Ministerpräsident Ehard, der quasi als bürgerlicher Nachfolger Ludwigs II. Vor dem Königsportal erscheint. Dann die Prominenz aus Bonn, die es sich nicht nehmen lässt, dem gesellschaftlichen Gipfeltreffen von Bayreuth die letzte Weihe zu geben. Fast jedes Jahr kommt General Speidel. Sein Besuch wird zu Recht als Beweis verstanden, dass der Bundeswehr die abendländische Kultur, die sie verteidigt, kein leerer Wahn ist. In Bayreuth wird nicht geklingelt, Trompeten blasen dreimal zum Beginn.
Auch Außenminister Schröder ist ein regelmäßiger Gast. Als er noch Innenminister war, hat er die ersten Bundeszuschüsse für die Festspiele erwirkt. Aber nicht auf ihn wartet man noch, sondern... Da, ja, da ist sie, die Begum Aga Khan, die stolz, wie Brünnhilde persönlich, durch die applaudierende Menge schreitet. Ihre alljährliche Präsenz gibt den Pilgern die frohe Gewissheit, dass der Bayreuther Genius wieder international salonfähig ist. Von den Begum-Begeisterten achtlos zur Seite gedrängt wird SPD-Chef Erich Ollenhauer. Sozusagen symbolisch vertritt er den Teil des Volkes, der hier oben in Ermangelung von Abendroben, Smokings und der Kleinigkeit von mindestens 25 Mark Eintritt nur bis zur Polizeiabsperrung kommt. Draußen bleiben müssen neben den kleinen Leuten auch die zu spät gekommenen. Die blauen Engel vor den Türen lassen sich nicht erweichen. In solchen Punkten respektiert man streng die Regeln, die Richard Wagner einst verordnete. Draußen scheint die Sonne. Drinnen läuft in einer kühnen Neuinszenierung Tristan und Isolde, das düster, gewaltige Liebesdrama, dessen berauschende Musik die empfindsamen jungen Damen früherer Tage in wohlige Ohnmacht sinken ließ. Um die Oper dem Zeitgeschmack anzupassen, hat Enkel Wieland Wagner abstrakte Bühnenbilder geschaffen und den Tristan mit einem Ödipus-Komplex ausgestattet. Die Musik jedoch ist unverändert. Draußen haben sich unterdessen die Zaungäste breit gemacht. Doch vor Beginn der Pause werden die Waschkleider und Seppelhosen polizeilich wieder entfernt. So, die Herrschaften, ich kann Sie hier nicht stehen lassen. Sie müssen schon rübergehen. Die Herrschaften, bitteschön. Sie müssen schon hinter der Absperrung gehen. Und Sie da? Hallo? Nach dem ersten Akt des modernisierten Tristan steht schon fest, dass Neubayreuth wieder eine Sensation hat. Nur in wohlige Ohnmacht ist niemand mehr gesunken. Im Gegenteil, für viele Gäste beginnt jetzt mit der einstündigen Pause erst das eigentliche Fest. Jetzt sind sie mit ihren Kostümen an der Reihe. Aber wer sind sie, diese Gala-Pilger? Richard Wagner bereits hat sich mit dieser Frage herumgeschlagen. Nach seinem ausdrücklichen Wunsch sollten nur die wahrhaft Gebildeten ohne Ansehen des Standes auf dem grünen Hügel zusammenkommen. Ungestört von eitlem Pomp sollten sie sich ins Werk vertiefen und einen so reinen Kunstsinn ausbilden wie einst die klassischen Griechen. Aber schon nach dem ersten Festspiel von 1876 war Wagner von seinen Besuchern bitter enttäuscht, obwohl damals sogar Kaiser Wilhelm kam. Leider, so klagte er, leider blieb uns die beabsichtigte Ungestörtheit versagt. Denn es drängte sich das Allerfremdartigste hier zusammen. Das kann man. Ja, das würde bei uns nicht gehen. Haben Anja gesehen? Nee. Das Allerfremdartigste in der Tat. Aber es besteht auch heute nicht etwa in den vereinzelten Exoten oder in den zahlreichen französischen Gästen, von denen Nietzsche sagte, sie verstünden Wagner besser als seine Landsleute. Das Fremdartige ist durchaus innerdeutsch. So idealistisch anspruchsvoll war Wagners Begriff vom wahrhaft gebildeten Menschen, dass es schwer ist zu entscheiden, ob und wie viele davon es hier gibt. Unübersehbar dagegen sind die Vertreter der Macht am Rhein und an der Ruhr, die Potentaten der Wirtschaft mit ihren Damen. Wie ihr Großvater schon, machen sich auch Wagners Enkel Sorgen über diese einseitige Schichtung des Publikums. Aber solange wahrhafte Bildung auch in Bayreuth nicht in Zahlung genommen wird, können die Festspiele nach wie vor nur von der Exklusivität der Finanzkraft leben. Und sie leben von Jahr zu Jahr prächtiger. Die Dänin Astrid Warnay ist die berühmteste Wagner-Sängerin der Nachkriegszeit. Seit Wiederbeginn der Festspiele 1951 war sie dabei.
Wir fragten sie nach ihren Beobachtungen. Als auch beim Publikum. Bei Publikum zuerst ist es so, dass viel, viel mehr Eleganz hereingetreten ist. Schließlich nach dem Krieg waren die Leute noch ziemlich verarmt. Und jetzt sind Toiletten zu finden, die fantastisch von Brokat, von Samt, von all die feinsten Couturier gemacht sind, nicht wahr? Und auf der Bühne gleichzeitig hat man auch sehr kostbare Stoffe eingeführt. Zum Beispiel dieses Jahr ist eine besondere Lederzeit. Die feinste und weichste Leder werden getragen in den sämtlichen Vorstellungen, Samt in Tannhäuser, Brokat. Es wird Gold auf der Bühne hin gegeben in einer Weise, es ist prachtvoll. Und wie war das 51, als Sie anfingen? Ja, in 51 erinnere ich mich noch mein Brünnhildekleid. Man wird es nicht glauben, wir haben mit Kartoffelsäcken gearbeitet, das waren aber wunderschöne Stücke. Keine Kartoffelsäcke auch beim Empfang der bayerischen Staatsregierung spät am Abend nach der Tristan-Premiere. Im markgräflichen Schloss bietet sich ein apartes Bild. Der bayerische Ministerpräsident begrüßt seine Gäste auf ehemals preußischem Parkett zu Ehren des zugereisten Sachsen Wagner unter Einschluss des Oppositionsführers. Ein Zeugnis für die versöhnende Kraft der Musik. Die fehlende landeseigene Fürstlichkeit wird auch hier von der Begum majestätisch ersetzt. General Speidel mit Gattin und Sohn. So ausgedehnt ist die Repräsentationspflicht der hohen Offiziere, dass ihr Wunsch nach Gala-Uniformen verständlich wird. Als Letzte kommen abgehetzt die Stars der Premiere. Wieland Wagner mit seiner Isolde, Birgit Nilsson und Kerstin Mayer. Aber die anderen Gäste widmen sich schon dem kalten Buffet unter dem verstörten Blick einer alten Aristokratin. Kalte Platten, wenngleich in angemessener Bescheidenheit, werden am nächsten Tag auch den Zeitungsleuten gereicht, die zur Festspielpressekonferenz erschienen sind. Unter Beifall wird Wieland Wagner von seinem Bruder Wolfgang präsentiert. So, ich nehme an, dass in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit Sie gleich in medias res gehen wollen. Und ich nehme an, dass wahrscheinlich die am liebsten Fragen sind oder willst du grundsätzliche Ausführungen machen, die die Sache vorantreiben. Guten Tag, verehrte Damen und Herren. Ich bitte um Entschuldigung, ich hatte noch eine kleine Probe heute Nachmittag. Die letzte Lohngrin-Probe war sehr lange her. Ich darf also um Entschuldigung bitten für meine Verspätung und darf Sie auch meinerseits sehr herzlich in Bayreuth begrüßen. Ich bin gern zu Richard Wagner nannte die Kritiker aggressive Faulenzer. Dass das nicht mehr stimmt, beweist der Dienstälteste unter den Versammelten, der als erster das Wort ergreift. Ich darf noch einmal voraussehen, schicken, dass wir wohl mit wenigen Ausnahmen der Meinung sind, gestern die schönste, musikalisch und gesanglich, die schönste Tristan-Aufführung gehört zu haben. Ich wenigstens erinnere mich, eine bessere gehört zu haben. Und ich darf Ihnen sagen, dass ich den Tristan etwa 150 Mal in meinem Leben gehört habe. Mit einer solchen Vitalität, wie uns gestern der Tristan geboten wurde, mit einer solchen Rasanz der Gefühle, wird man es nicht leicht wieder haben. Das hohe Lob des Kritikers macht Wieland Wagner fast verlegen. Aber dann fragt ihn einer, was er sich denn bei seinen mysteriös abstrakten Bühnenbildern gedacht habe. Darauf Wieland: Ersparen Sie bitte einem Künstler rationalistische Erklärung von Traumbildern, von Chiffern und Zeichen. Ich glaube, das kann von keinem modernen Maler und von keinem modernen Plastiker verlangt werden. Gleichwohl erklärt sich Wieland Wagner dann doch noch recht ausführlich. Gebannt lauschen die Kritiker, während er ihnen seine moderne Auffassung vom geheimsten Sinn der großväterlichen Tristan-Tragödie verkündet. Er kennzeichnet Tristan als einen Mann, dessen Existenz zerbrochen ist, der hingeführt wird von Richard Wagner bis zum absoluten Nihilismus, zur absoluten Verneinung, zum chaotischen, negativsten, das jemals auf der Opernbühne
geschrieben und komponiert worden ist. Also zu geben war das Chaos, die völlige Auflösung, aber die Möglichkeit des Durchbruchs zur Transzendenz, den wir ja dann zumindest bei der Isolde erleben. Der Tristan schließt also mit, wie ich schon sagte, mit der Apotheose, der Ekstase, des Rauschzustandes, der Verherrlichung des ewigen Eros, mit der Verherrlichung des Dionysischen. Und dafür ist dieses Werk geschrieben worden und das ist das Endziel dieses Werkes. Das Endziel in Wagners Werken zu begreifen, stellt hohe Ansprüche selbst an den Kritiker. Tristan, Lohengrin, Parsifal oder hier der zweite Akt des Tannhäuser mit dem traurigen Ende des Sängerkrieges auf der Wartburg. Alle diese Opern sind der gewöhnlichen Erfahrung unserer Tage weit entrückt. Symbolträchtig streben sie über die Grenzen der gemeinmenschlichen Vorstellungswelt hinaus. Wagners Werk mag schwer zu begreifen sein. Doch schon frühere Beobachter Bayreuths haben bemerkt, dass die Deutschen ihren Genius offenbar gerade wegen seiner Unbegreiflichkeit verehren. Und heute? Wir fragten die Pilger, was sie zum grünen Hügel ziehe. Darf ich Sie fragen, was für Sie Bayreuth bedeutet? Könnten Sie das versuchen zu sagen? Das Wunderbarste an Idealismus, was man finden kann. Ja, das ist die Entspannung und die Erholung von das Jahr über, ne? Gut. Wir hören gern Wagner-Musik vor allen Dingen, nicht? Ja. Und haben hier die besten Kräfte. Ja, also ich habe verschiedene Platten davon gehört und es hat mir sehr gut gefallen. Und jemand Bekannter, der hat mich dann dazu verleitet und bin ich mitgefahren, hier nach Bayreuth. Es ist einmalig in der Musik. Also Wagner ist unübertroffen. Na, ich bin an und für sich Wagnerianer und in Bayreuth ist er doch nun die Spitzenbesetzung hier, sollte hier sein, ist auch meistens hier. Vor allen Dingen im Chor und im Orchester ist es einmalig. Ja, ich finde die ganze Atmosphäre hier ganz herrlich. Mhm. Eben die Probenatmosphäre und dass wirklich jeder über die Festspiele spricht. Man kann früh auf dem Markt hören, die Nilsson hat heute Abend abgesagt. Ja. Und das finde ich ganz fantastisch, ja. Das ist sonst nirgends so. Und weil Richard Wagner eben bekannt ist, haben wollte Sie eine ich mir besondere das mal ansehen. Vorliebe für Wagner? Ja, ich kannte ihn bis jetzt noch nicht, aber ich wollte ihn eben auch mal erleben. Einmal im Jahr muss ich nach Bayreuth, habe ich fürs ganze Jahr wieder genug Wagner. Und die Beethoven-Pianistin Elli Ney, eine vereinsamte Idealgestalt im wagnerschen Sinne, erklärte: Aber bin ich besonders beeindruckt, und zwar ganz tief beeindruckt. Ich finde es gewaltig, was hier geboten wird. Also die Sänger hinreißend, das Orchester ganz überwältigend. Der Dirigent, die Dirigenten, hervorragend. Und was ist sonst noch zu sagen? Die Inszenierung, wunderbar. Was macht für Sie also das Erlebnis? Es ist für mich ein Wunder. Das Erlebnis Bayreuth überhaupt aus? Das Erlebnis überhaupt, das hängt ja alles zusammen. Nicht wahr? Ja. Und es hat ja lange gedauert, bis die Menschen dazu gefunden haben. Ja. Und ich muss sagen, es ist schon ein Wunder und ein großes Genie. Welch ein Genie ist Wagner. Das Wunder Wagner aber tut es nicht allein. Ganz andere Wallfahrtsmotive drängen sich heute in den Vordergrund. Wie bei einem Kinofestival werden die Darsteller von Autogrammjägern belagert. Ja, ja. Mehr und mehr lockt ein Starkult für den gehobenen Bedarf. Hochgespielt durch Schlagzeilenknüller wie die schwarze Venus Grace Bembry aus Amerika.
das Star-Autogramm auf dem Klavierauszug. Pilgerbrief zeitgemäßer Bayreuth-Fahrer. Noch charakteristischer allerdings ist das Andenkenfoto in voller Schale vor dem Königsportal. Dokument der großen Schau. Jeden Nachmittag 4 Uhr beginnt die Vorstellung mit der Auffahrt. Nach dem ersten und zweiten Akt folgt stets je eine einstündige Pause zur Erfrischung und zum Promenieren. Aus der Zaungastperspektive sieht es deshalb ganz so aus, als sei die Aufführung drinnen auf der Bühne nur eine ziemlich beiläufige Unterbrechung der dreiaktigen Revue, die draußen vom Publikum selber inszeniert wird. Mag sein, dass dieser Eindruck trügt, doch der Chronist zaudert vor der Frage, wie viele Besucher, zumal in der Premierenwoche, wohl übrig blieben, wenn sich nicht diese einmalige Chance böte, an 6 Tagen hintereinander 6 verschiedene Abendkleider vorzuführen. Ein Mangel ist dabei nur, dass nicht genug Herren da sind, die feminine Pracht zu würdigen. Sehr viele Damen sind nur von ihren Töchtern begleitet. Der Ernährer, ohnehin überlastet, scheut die Strapazen des Musikdramas. Frühzeitig lernt so das Mädchen aus gutem Haus das Festspiel als einen Ort kennen, wo die industriellen Gattin Zuflucht vor der Langeweile findet. Man trifft Bekannte und man plaudert. Worüber? Ein repräsentativer Querschnitt durch diese Pausengespräche erbringt 5 Hauptthemen. Thema 1, Familie und Haustiere. Der Sohn hat uns geblieben. Oh ja? Der Sohn, ja? Ist auch dabei? Der war vorhin da. Nein, wir haben ihn schon rausgeschickt. Oh ja. Anfang dabei. Ja, wir haben noch einen Hund. Er muss das Haus hüten. Ja, einen Pudel. Er ist ja noch zu klein. Nee, das ist auch wahr. Thema 2, wo wir sind, ist oben. Ich ziehe nach Baden-Baden. Wohin? Baden-Baden. Natürlich, Sie haben doch die Spielbank nebenan. Thema 3, Erlebnisse im Festspielhaus. Ich habe noch nie ein Billett gezeigt, seitdem ich hier bin. Oh, ich habe gemeint, du hättest nie eins gekauft. Ah, doch. Thema 4, Bayreuther Sehenswürdigkeiten. Sagen Sie mal, das sind doch 3 Särge. Eins ist der Markgraf Friedrich, eins die Wilhelmine, eins die Tochter, die den Württemberger den letzten Mann hatte. Auch nur sie unglückliche Ehe ist das doch gewesen. Ne? Thema 5, die weibliche Schönheit und ihre Erhaltung. Da waren wir leider nette Mädchen. Und ein paar davon mit so einem berufenen, muffligen Gesicht. Und immer mit sag mal, Fröhlichkeit finde ich. Fröhlichkeit. Die Amerikanerinnen, die verziehen ja auch keine Miene. Deswegen haben sie auch keine Falten nachher. Ne? Das ist der Grund? Kurz vor der tragischen Wende des Siegfried-Dramas erschallt der Mannenchor. Einer der Höhepunkte aus dem gigantischen Ring des Nibelungen, dessen Aufführung allein 4 Abende in Anspruch nimmt. Mit diesem Ring wollte Wagner ausdrücklich Gesellschaftskritik üben. Kritik auch und gerade an der modernen Gesellschaft. Kritik im Gewand der Legende. Dieses Werk ist eine bittere Anklage gegen das Verderben durch Macht und Goldgier, die auch den reinen Toren Siegfried zugrunde richtet. Ist also der Ring womöglich aktuell? Gibt es da etwa einen unvermuteten Bezug auf unsere Zeit? Wir fragten einige Zuschauer. Das dürfte ein Thema sein, was immer aktuell ist. Das Gold, das gerade in der heutigen Zeit ja eine traurige Rolle spielt. Und insofern kann man das natürlich als außerordentlich aktuell bezeichnen. Also ganz durchaus. Und ich möchte sagen, ganz besonders der Ring mehr als die anderen Werke von Wagner, weil hier die Weltangst künstlerisch zum ersten Mal richtig dargestellt ist. Worin sehen Sie die Weltangst? Also wenn man sagt, hier der Gier nach dem Ring und das Streben nach Macht und dann die Furcht vor dem Ende, die besonders im Siegfried und dann später im Anfang der Götterdämmerung herrscht, vergleichen möchte, vielleicht mit der Furcht vor der Atombombe, dann kann man das in einer Bezugnahme auf unsere Zeit sehen. Ich sehe es eigentlich weniger unter dem Aspekt. Ich will hier so ein bisschen genießen, ne?
Und das tun sie. Ich meine, es gibt da Szenen, die sind parallel zu den menschlichen Urerlebnissen. Und das findet man da wieder, nicht? Das ist ein Ewigkeitsproblem. Das würde sich immer wieder wiederholen. Liebe, Macht, Reichtum und dadurch Verbrechen. Das Gold und seine ungleiche Verteilung trennt selbst die Auserwählten von Walhall noch einmal in mehrere Kategorien. Leicht zu erkennen an den verschiedenen Pausenrestaurants. Hier diniert die erste Klasse. Ladies und Konsuln und bekannte Industriefirmen, die hier während der ganzen Saison ihre Geschäftspartner bewirten. Der Besitz einer Privatbank erleichtert es dem Baron Oppenheim, zwischen zwei Akten Wagner opulente Gastfreundschaft zu üben. Eine Pause für zwei Personen kommt hier leicht auf 66 oder 80 Mark. Wer über Banken oder Spesenkonten nicht verfügt, muss bereits Schlange stehen an der Selbstbedienungsbar im Restaurant zweiter Klasse. Schließlich die Theaterkantine, eigentlich mehr eine Wurstbraterei im Freien. Dem Komfort nach dritter Klasse ist sie zugleich vergnüglich klassenlos wie ein bajuwarischer Biergarten. Ungeübt, aber demokratisch beißt auch der Vornehme zu. Nicht um Geld zu sparen kommt man her. Man sucht, wenn auch nur selten mit Erfolg, den Geist der großen Bayreuther Familie, in der früher, wie die Legende berichtet, selbst ein Fürst nur Mensch unter Menschen gewesen sein soll. Tja, und dann gibt es noch welche, die verzehren Mitgebrachtes auf dem Parkplatz. Es sind Angehörige des vierten Standes, der hier normalerweise nur die Zaungäste stellt. Aber an zwei Sonntagen pro Saison herrscht in Walhall verkehrte Welt. Da brausen plötzlich Kleinwagen die Auffahrt hinauf statt eleganter Limousinen. Da kommen die Besucher sogar in Bussen. An diesen paradoxen Tagen nämlich ist eine Sondervorstellung für den Gewerkschaftsbund zu herabgesetzten Preisen. Wagner schätzte das Volk ob seines echten Kunstsinns. Wie auch immer, der Anteil echter Musik- und Wagner-Enthusiasten scheint bei dieser Vorstellung ziemlich hoch zu sein. Darf ich fragen, was hat Sie veranlasst, nach Bayreuth zu kommen heute? Wagner selbst, als ich es war, ich verehrt, aber von Wagner bin. Ich war schon immer für Wagner. Ja. Ich höre ihn sehr gerne und mir gefällt es einmalig. Na, erstens, also Wagner, er ist mein Ein und Alles, ne? Ja. Weil ich selbst Musik studiere, ne? Und dann ja. Komme ich halt jedes Jahr praktisch wieder hierher. Ja, ich bin ganz begeistert. Haben Sie ein besonderes Verhältnis zu Wagner? Nein, nicht direkt, aber ich habe selbst Klavier gespielt und natürlich mich auch ein bisschen mit Musikgeschichte abgegeben. Ja, ich bin heuer schon das 10. Mal in Bayreuth und meistens besuche ich Gewerkschaftsvorstellungen und ich bezeichne mich sozusagen schon als alten Bayreuther in dieser Beziehung und ich gehe immer wieder gerne her. Ich habe schon mit 16 Jahren das erste Mal eine Wagner-Oper gesehen und seitdem schwärme ich dafür. Gell? Ja. Nun, ich habe das als Geschenk bekommen für eine Prüfung und ich bin sehr Verehrerin von Wagner. Ja. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin Lehrer, also Musiklehrer, ein Priester, ein Pfarrer und haben wir uns schon immer über Wagnermusik unterhalten und schon im Klavier auch zu ihm darüber studiert. Aber der Spuk mit uncommon-mäßigen Anzügen, Kleinwagen und modefremden Ballkleidern ist rasch wieder vorbei. Abonniert auf Walhall sind die anderen, die Riesen der Gesellschaft. Denn sie haben schon Richard Wagner das Geld gegeben, ohne dass er die Festspiele nie hätte beginnen können. Auch heute spendet die Wirtschaft, steuerabzugsfähig natürlich, den Großteil der Zuschüsse, dazu angeregt von Konsul Hilger, dem Vorsitzenden der Förderergesellschaft der Freunde Bayreuths. Ich bin nach dem Kriege in jedem Jahr in Bayreuth gewesen und bin vor dem Kriege auch schon hier gewesen. Und mein Vater, ich bin erblich belastet, der war schon Patron von Richard Wagner, ja. So zu Lebzeiten von Richard Wagner. Ja. Und ich habe mich nach dem Kriege dann
sehr dafür eingesetzt, dass die Festspiele überhaupt wieder anfangen konnten. Ich habe das Geld dafür gesammelt und habe auch jetzt das Geld in der deutschen Wirtschaft gesammelt für die Erhaltung des Festspielhauses. Ja. Und nur dadurch, dass wir von der Industrie, aus der privaten Wirtschaft, ein Drittel des Betrages von rund 1 Million aufgebracht haben, hat dann der Bund und das Land Bayern auch je 1 Million zur Verfügung gestellt. Meine sehr verehrten Damen, die 1400 Mäzene der Gesellschaft der Freunde Bayreuths sind an dem goldenen Ring am Rockaufschlag zu erkennen. Ein etwas ominöses Symbol, wenn man bedenkt, dass der Ring für Richard Wagner den Fluch der Welt und die Fessel des Goldes bedeutete. Im Festspielhaus-Foyer hält die Gesellschaft gerade ihre alljährliche Hauptversammlung ab. Das Ergebnis, die kostspielige Erneuerung des Festspielhauses, ist zur Genugtuung der Wagner-Enkel finanziell gesichert. Die Fortdauer der Festspiele, die Fortdauer des Wagnerschen Erbes, dessen sichtbare Zeichen hier in der Wagner-Gedenkstätte aufgehoben sind, diese äußere Fortdauer also ist finanziell und gesellschaftlich gesichert. Das schwierigere Problem für die Enkel des Meisters aber ist, wie sie das innere Leben und die Wirkung des Werkes künstlerisch überzeugend bewahren sollen. Eine Gewissheit haben sie dabei: Die Musik Wagners ist nicht so leicht totzukriegen. Aber wie das musikalische Drama auf die Bühne bringen? So geht es jedenfalls nicht mehr. Diese Walküren Siegfrieds und Wotans im Originalaufzug von 1890 würden selbst dem ältesten Patron heute ein wenig sonderbar vorkommen. Mit den Bärenfällen und Panzerwesten der Vergangenheit haben die Wagner-Enkel deshalb gründlich aufgeräumt. Das ist der neue Siegfried mit seiner neuen Brünnhild. Doch manche Kritiker wenden ein, auch so gehe es nicht. Der Sagenheld sehe in seinen flotten Keilhosen ein bisschen zu sehr wie ein blonder Toni Seiler aus. Aber wie anders soll er aussehen? Der Verdacht regt sich, dass gerade das Ideendrama des Ring überhaupt kaum spielbar sei, so wie ein anderes großes Werk der Deutschen, der zweite Teil des Faust. Vielleicht müsste die überkommene Vorstellung nicht nur äußerlich auf Stromlinie gebracht, sondern im innersten Kern neu bewältigt werden. Die gusseisernen BHs sind passé. Heute bringen die Wagner-Enkel als neue Tannhäuser-Attraktion die Rankentänzerinnen des Maurice Béjart-Balletts aus Brüssel. Aber sie fallen dabei gleich ins andere Extrem mit einer Kostümierung, die dem Venusberg eine beklemmende Ähnlichkeit mit dem Crazy Horse Saloon verleiht. Streng urteilte die Wochenschrift Die Zeit: Was heute szenisch in Bayreuth geschieht, kann man nur einer Zuschauerschaft wie dem modernen Festival-Rundreisepublikum bieten, das von dem Inhalt der Werke überwiegend keine Ahnung mehr hat und lediglich der Sensation und dem Starkult nachreist. Natürlich gibt es hier nicht nur Kultursnobs. Trotzdem ist das Publikum die Krux von Neubayreuth. Denn wie soll man das Wesen von Wagners Werk einer so gemischten Zuschauerschaft nahebringen? An ihrem einen Ende steht diese Schwester. Seit 1906 wallfahrtet sie zu den Festspielen. Welche Bedeutung hat für Sie das Erlebnis Bayreuths, als Sie herkommen? Für mich ist es Seelennahrung. Ich bin ein kranker Mensch und diese 4 Wochen vergingen mich und erholen mich. Doch am anderen Ende taucht sogar schon Lou van Burg auf. Guten Tag. Na, wir wollten unbedingt einen Teil dieser Nibelungenring sehen. Ja. Und dadurch ist heute der einzige Tag, dass ich frei bin. Haben wir von dieser Gelegenheit profitiert, nach Bayern zu kommen. Ja. Haben Sie ein besonderes Verhältnis zu Wagner? Na, wissen Sie, ich mit Sing mit mir, Spiel mit mir, in unserer letzten Fernsehsendung sind ein paar Fragen gekommen und das wollte ich mir selbst diese Antwort suchen. Ja. Unbeschwert von solchen Minitekeln bummelt der Durchschnittspilger tagsüber durch die Festspielstadt. Was ihn neben der rein musikalischen Erbauung an Wagner interessiert,
Das erschließt er sich touristisch durch ein paar hübsche Fotos von Wagners Villa Wahnfried. Das erschließt er sich zum anderen gastronomisch durch einen nächtlichen Besuch in der Eule, der alten Stammkneipe des Meisters. Von der legendären Gemütlichkeit dieses Künstlerlokals künden die heiteren Erinnerungsbilder, die ringsum an den Wänden hängen. Zwischen diesen Wänden freilich breitet sich heute mehr und mehr eine Art Madame-Club-Atmosphäre aus. Auch der vielerfahrene Sänger Gustav Neidlinger beklagt den Verfall der alten Bayreuther Geselligkeit. Das Familienleben der Künstler hat etwas gelitten hier. Zumal auch viele von hier aus direkt ins nächste Engagement gehen. Und zumal auch das Ganze sehr viel mit sogenannten Business zu tun hat, dass jeder also nach dem Geld rennt und durch das Bayreuther Engagement, sagen wir mal, wieder sucht, mehr Geld im Ausland zu verdienen. Ja, nun sind ja die Bayreuther Gagen nicht so, dass man sich deshalb nach Bayreuth drängt. Sie sagen, es kommen viele Ausländer hierher. Weshalb denn dann eigentlich? Die kommen hauptsächlich deswegen hierher, weil zum Beispiel hauptsächlich in Amerika und in Italien und Frankreich ein Künstler und ein Sänger kann nur viel Geld verdienen, wenn er vorher in Bayreuth gesungen hat, speziell für die Wagner-Partien. So kommen die Festspielveteranen oft nur noch in die Eule, um ihren Kummer über die entschwundenen alten Zeiten zu ersäufen. Und viele jüngere Besucher gehen gleich gar nicht mehr hin. Sie beschließen den Wagner-Abend so unwagnerisch wie nur möglich. Wir befinden uns in der Funzel, dem neuen Künstlerlokal bei Reutz. Die Funzel kann sogar für sich in Anspruch nehmen, das neue Wagner-Stammlokal zu sein. Denn hier fanden wir die kommende Generation von Haus Wahnfried, die Urenkel des Meisters. Die Tochter Wieland Wagners und ihren Bruder. Gemeinsam mit ihren Schulfreunden kommen sie her, um zu sehen, wie die Venus Girls des Maurice Béjart Balletts nach der Vorstellung hier den perfekten Twist aus den Schenkeln schütteln. Die Frage, ob die Festspiele auch in der nächsten Generation von den Nachkommen Richard Wagners geleitet werden, ist noch offen. Das Licht löse ich euch aus, entreiße den Ritters los. Der Raub des Rheingolds durch den machthungrigen Alberich ist in Wagners Ringsage der Sündenfall des Menschen. Seitdem, glaubte Wagner, gäbe es keine reinen Seelen mehr, die imstande wären, die Kunst nur um ihrer selbst willen wahrhaft zu erleben. Kein Zweifel, der Fluch des Ringes ist noch immer in Kraft. Ehrt eure deutschen Meister. Auf Wagners Grab welken die Kränze. Nach 8 Wochen geht die Saison in Walhall zu Ende. Aber das ideale, ganz der Kunst geweihte Publikum, das der Meister sich ersehnte, ist auch 1962 nicht gekommen. Vereint mit Cosima, bewacht von seinem treuen Hund Russ, muss Richard Wagner weiter warten.